Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, wer sich auf einen längeren Weg macht, braucht Orientierung. Er muss Standort und Ziel wissen. Er muss auch die Gefahrenstellen achten. Die Fastenzeit lädt uns ein, den eigenen Weg in den Blick zu nehmen, persönlich und auch als Gemeinde, als Kirche. Wo sind wir gerade und wo wollen wir hin? Zu diesen Fragen können die heutigen Texte wie ein Navigationshilfen sein, wo noch der Blick auf unser Ziel gedrückt wird. Da muss aufgeräumt werden, wie es Jesus im Tempel heute von Jerusalem gemacht hat. Richten wir uns jetzt auf ihn aus, Christus Jesus, der uns ins Haus seines Vaters führt. Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte. Wir stehen als Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägyptens geführt hat, aus diesem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Wort des lebendigen Gottes. Danke sei Gott. Vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind gerade. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Das Gebot des Herrn ist rein. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist lauter, sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle. Kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig aus Raben. Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen. Reichen Lohn hat er, wenn er sie beachtet. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Das Pascha-Fest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um, und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, was geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu ihm: Welche Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten.
Ihr aber meinzelt den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Patschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei der Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Fastenzeit sind wir mit den Psalmen unterwegs, wie unser Bischof uns dazu eingeladen hat. Der Psalm, dem wir heute begegnen, ist der Psalm 19, den wir nach der ersten Lesung gebetet haben. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament kündet das Werk seiner Hände. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Reichen Lohn hat, wer sie beachtet. Worum geht es eigentlich in diesem Psalm? Und was können wir heute daraus lernen? Dieser Psalm beschreibt den Herrn als den Schöpfer und als den Gesetzgeber. Dementsprechend wird im ersten Teil dieses Psalms der Name Gottes gebraucht, El im Hebräisch, um seine Macht als Schöpfer herauszustellen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament kündet das Werk seiner Hände. Im zweiten Teil wird der Name Herr, Yahweh, benutzt. Der Herr ist der persönliche Name Gottes, mit dem er sich Israel als der Gott des Bundes offenbart hat. Der Herr ist der, der Gesetz und Weisung gibt. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Diese beiden Teile des Psalms, das Lob der Schöpfung, Gott Schöpfer, und das Lob der Weisung, Herr Gesetzgeber, stehen aber nicht unverbunden nebeneinander. Sowohl in der Natur als auch in der Gesetz, in der Weisung des Herrn, entdeckt der Beter eine Schönheit und eine Ordnung, die ihm von Gott erzählen. Deshalb beschreibt er zwei Weisen, wie wir Gott erfahren können und ihm nahe sein können. Gott ist die Sonne der Welt und er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er macht das Leben hell und reich. Und wie die Sonne den Himmel beherrscht, so ist das Gesetz des Herrn das wichtigste Element in der Offenbarung Gottes.
und es lohnt sich, sich an Gottes Weisung zu halten, uns auf ihn zu hören. Das ist, Schwestern und Brüder, was wir heute von diesem Psalm für uns mitnehmen können. Heute noch gibt sich Gott seiner Schöpfung hin und spricht zu ihr. Er spricht zu uns in verschiedenen Weisen, sei es in seinem Wort, sei es in Geschehnissen dieser Welt. Sind wir aufmerksam genug, um auf ihn zu hören? Die erste Lesung weist uns darauf hin, nur den einen Gott zu haben und nur auf ihn zu hören. Jede Zeit, auch unsere Zeit, scheint aber ihre eigenen Götzen zu produzieren. Mit einfachen Figuren aus Lehm und Ton hat es damals in Israel angefangen. Heute sind es Konsumgüter aller Art, digitale Abhängigkeiten und vieles mehr, die sich zu unseren Götzen entwickeln. Dinge, von denen wir abhängig sind. Dort, wo ich nicht auf etwas verzichten kann, nicht loslassen kann, sei es Kaffee, das Glas Wein, das Handy, die Serie am Fernseher oder vieles mehr, dort bin ich gefangen. Dort diene ich einem Götzen. Und glauben wir ja nicht unsere eigenen Ausreden. Ich könnte ja jederzeit aufhören. Ich will es nur nicht. Wer nicht aufhören will, und sei es nur einmal für 40 Tage Fastenzeit, der muss sich fragen, ob er einem Götzen zu dienen ist. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben den Blick auf das Wesentliche, auf Gott zu richten. Wir haben der Weisung des Herrn zu folgen. Diese Gesetze Gottes engen uns nicht an. Sie engen uns nicht ein. Im Gegenteil, sie sind eine Grundlage, um echte Freiheit zu haben. Nur wenn ich frei von etwas bin, dann kann ich frei sein für etwas. Wenn wir auf Gott hören, wenn wir seine Gebote halten, dann werden wir befreit. Schwestern und Brüder, in dieser Fastenzeit lassen wir uns von Gott befreien, indem wir auf ihn hören. Wann und wo können wir Gott hören? Und wie gelingt es uns, als Gemeinde auf Gott zu hören und uns gemeinsam zu vergewissern, wie seine erquickende Weisung für uns lautet? Lassen wir uns diese Frage stellen für unser persönliches Leben, aber auch für unser Leben als Gemeinde, als Kirche.
Beginnen wir gemeinsam zu glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen reinen Geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er ist zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, so richten mit dem Leben und mit dem Tod. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Jesus Christus, der uns in seine Kirche gerufen hat, beten wir. Wir beten für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen und für alle, die heute als Christen leben und ihrem Glauben in Wort und Tat Ausdruck geben wollen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die sich in Politik und Gesellschaft in vielfältiger Weise einsetzen, um die großen Probleme unserer Zeit zu bewältigen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die auf der Suche sind nach dem, was ihrem Leben Halt und Sinn geben kann. Und für alle, die sich in Täuschungen verrannt haben. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für alle, die unter Krankheit, Alter oder Einsamkeit leiden und für die, die sich ihrer annehmen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir beten für uns und die ganze Welt, um Befreiung von den Gefahren der Pandemie und von Polarisierungen in der Gesellschaft. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, du bist die Mitte deiner Kirche. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir sei Ehre und Dank, heute, alle Tage, bis in die Ewigkeit. Amen. Thank you.
Befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden und schenke uns die Kraft, auch den Brüdern und Schwestern zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du machst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zum Werken der Liebe. Du rufst uns zu Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns in den Chören der Engel zum Vorgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig. Gott, der alle Mächte und Gewalt, erfüllt sind die Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hoch gelobt sei der Gott, Namens Herr. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstorben ist. Durch ihn, den du zu deinen Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, uns Heiliges, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen in deinen Wieder warf, nahm er das Brot und sagte ab, brach es, reichte es an den Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seine Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Mutter, Herr, verbinde mir. Deine Auferstehung weise mir. Sich du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Lächeln des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich,
Schenke uns an seiner Christi Leib zu uns und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und folge mir dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, uns mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus der Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Frau und Gottes Mutter Maria, mit dem Bräutigam dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Laurentius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Das wird dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kinder Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, der allmächtige Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben an der Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
etwas beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben, was unseren Augen noch verborgen ist. Lass in unserem Leben sichtbar werden, was wir im Sakrament empfangen haben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Nehmen Sie bitte einen Platz. Zur Kreuzwegandacht in St. Pankratius Hechtsheim. Heute am Sonntag um 17 Uhr sind wir alle herzlich eingeladen. In diesem Jahr begehen wir das Jahr des heiligen Josef. Daher beten wir ab dem kommenden Donnerstag in jeder Eucharistiefeier eine Josefsnovene in Vorbereitung auf das Hochfest des heiligen Josef am 19. März. Der Haushaltsplan liegt zur Einsicht im Fahrbüro für 2 Wochen aus. Da es keine regulären Öffnungszeiten gibt, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung. Aus unserer Gemeinde verstarb Herr Konstantin Baumbusch aus dem Kornblumenweg. Wir wollen unseres Verstorbenen mit Gebet gedenken. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Lass ihn ruhen in Frieden. Der Herr sei mit euch. Es segne uns, behüte euch, uns alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in Frieden. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen.